Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem ganz neuen Projekt von mir. Ich bin der Superfax und ich möchte mit euch Gothic spielen. Ein, ja, mittlerweile relativ altes Spiel. Das Spiel kam nämlich 2001 bereits raus, also es ist schon gute 12 Jahre alt. Und das ist ein Spiel, das tatsächlich aus dem Ruhrgebiet kommt. Es ist eine deutsche Produktion. Und zwar stammt es von der Firma Piranha Bytes, die 1997 in Bochum gegründet wurde, also im Ruhrpott. Die hat mittlerweile ihren Sitz in Essen, aber es ist immer noch eine deutsche Firma und Gothic war damals ihr Erstlingswerk. Ansonsten haben sie eigentlich nicht viel anderes gemacht. Sie sind für Gothic 1 bis 3 verantwortlich und für Risen 1 und 2, die ja aktuellere Titel sind, vor allem Risen 2 kam ja erst letztes Jahr raus, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber im Grunde basieren diese Spiele alle auf dem ersten Gothic und haben die Ideen und Mechaniken aus diesem Spiel implementiert und weiter verbessert. Also hat das hier quasi den Grundstein für den Erfolg dieser Firma gelegt. Ja, ansonsten gibt es, glaube ich, erstmal nichts viel Interessantes zu sagen. Deswegen würde ich sagen, wir stürzen uns gleich mal ins Spiel hinein und schauen uns das Intro an. Und gleich vorweg eine kleine Warnung, ihr solltet euch das vielleicht im Vollbild anschauen, falls ihr das nicht tut, denn ich habe die Auflösung des Spiels hochgestellt. Ich kann auch die Auflösung der Videos hochstellen, der Videosequenzen im Spiel laufen. Allerdings sind sie dann nicht mehr sichtbar, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen muss ich die in der Originalauflösung lassen und die ist nun mal ein bisschen kleiner. Also werdet ihr eventuell nicht so viel erkennen können, wenn ihr es nicht im Vollbild schaut. Wenn ihr das Spiel natürlich schon kennt, dann ist es nicht so wild, aber falls ihr es noch nicht so kennt, wie zum Beispiel der Depp vom Dienst, dann, ja, macht euch bereit. Wie auch immer, genug gelabert, ich fange ein neues Spiel an und viel Spaß mit der Intro. Und erst mit diesem Ladebildschirm und danach mit der Intro. So, ich bin still. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Feuer! Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut. Und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen. Und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtana. Halt, Gefangener! Ich habe dir ein Angebot zu machen. Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung.
erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Ja, und da sind wir nun in der Gefangenenkolonie auf der Insel Kurines. Und ja, wir wurden hier super begrüßt mit einem Schlag ins Gesicht. Das fängt ja gut an, dieses Spiel. Vor allem fängt es sowieso gut an. Wir werden in eine Kolonie hineingeworfen, aus der wir nicht wieder hinaus können, weil eben diese magische Barriere, die dort ist, wie uns der Magier am Anfang erklärt hat. Ja, uns bleibt eigentlich jetzt nichts anderes mehr übrig, als hier die Kolonie zu erforschen und uns ein möglichst gutes Leben zu machen. Und diesen Brief der Feuermagier, der scheint da ja viel wert zu sein. Also gucken wir mal, was draus wird. Reden wir erstmal hier mit Diego, vielleicht kann er ja uns das ein oder andere über diese Welt erzählen. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers, der mächtigste Mann in der Kolonie. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Toros heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Ja, Kapitel 1, die Welt der Verurteilten. Man merkt schon, hier in dieser Gefangenenkolonie herrscht ein ziemlich rauer Ton. Und das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, hier sind nur Gefangene drin. Und von kleinen Taschendieben, die vielleicht einmal was gestohlen haben, bis zu mehrfachen Mördern, sind hier alle möglichen drin, weil eben der König Leute braucht, die Erz fördern. Und man hat ja auch schon im Intro gehört, dass hier wirklich jeder beim kleinsten Vergehen schon reingesteckt wurde. Und ich habe keine Ahnung, was wir begangen haben. Ich weiß ja nicht mal, wie unser Name ist.
denn wir sind einfach nur der namenlose Held über die gesamte Gothic-Reihe hinweg oder zumindest bis Gothic 3. Was nach Gothic 3 so passiert, das weiß ich nicht genau. Ich habe Arcania Gothic 4 nicht wirklich gespielt. Ich habe nur mal die Demo davon gespielt und da es eigentlich nicht mehr wie Gothic ist, sondern einfach ein normales Hack-and-Slay-RPG geworden ist, hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Wie auch immer, wir können uns jetzt vorstellen, wofür wir hier reingeworfen wurden. Vielleicht sind wir ein richtig harter Brocken und haben irgendwie Raube begangen und irgendwelche hohen Persönlichkeiten ermordet. Oder vielleicht hatten wir auch einfach nur Hunger und haben auf dem Markt einen Apfel geklaut oder so. Man weiß es ja nicht. Ja, das ist halt der Fantasie überlassen. Und ich habe hier so ein blaues Leuchten um mich rum. Das zeigt mir eigentlich, sollte nicht in diese Richtung weitergehen. Denn hier ist ja die Barriere, die kann man jetzt aktuell nicht sehen. Und wenn ich da weitergehe, trifft mich ein Blitz, der mich zurückwirft und mir ein bisschen Schaden macht. Ich kann auch im Wasser dahin schwimmen, dann sterbe ich sofort, wenn mich der Blitz trifft. Denn, Wasser und Elektrizität vertragen sich halt nicht so besonders gut, ne? Sollte eigentlich bekannt sein, ja. Na gut, uns bleibt uns erstmal nichts weiter übrig, als hier diesen Weg entlang zu gehen. Also machen wir das einfach mal. Und schauen mal, worauf wir treffen. Wir haben hier im Inventar haben wir ansonsten nichts. Wir haben, ja klar, das Bier, das wir gerade gefunden haben. Die Fackel und das Erz. In dieser Kolonie sind Goldmünzen nämlich vollkommen sinnlos. In dieser Kolonie wird rein mit Erz gehandelt. Das heißt, alles, was wir sowieso dabei hätten, hätten wir nicht gebrauchen können. Und die Erzbarone handeln eben auch mit der Außenwelt, mit König Roba. Indem sie ihm das Erz geben und kriegen dafür alles. Die Frauen, die da runtergeschickt wurde, inklusive. Also, mal schauen. Da oben sind erstmal zwei Typen, die wollen wir doch erstmal anquatschen. Vielleicht haben die noch ein paar interessante Informationen für uns. Ja, Leitern können wir hochklettern. Ist das nicht toll? So, Ori, hallo. Wie geht's dir denn so? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja, haben wir. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Das ist total ungewohnt für mich, dass ich hier nicht die ganze Zeit reden muss und vorlesen muss, sondern dass die Charaktere selber reden. Und ich einfach nur den Dialog anklicken muss. Das ist allerdings auch ziemlich cool. Da komme ich wenigstens nicht so schnell in die Bedrängnis, heiser zu werden. Ja, er hat uns gesagt, wir als ungeübter Kämpfer sollen wir nicht mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg ziehen. Und das stimmt auch. Wir haben hier so eine kleine Übersicht über unsere Fähigkeiten. Man sieht erstmal, ja, Gilde, keine Stufe sind wir noch null, wir haben noch keine Erfahrung. Nächste Stufe erreichen wir mit
Mit Level 500 natürlich. Nein, mit 500 Erfahrungspunkten. Lernpunkte haben wir keine Attribute. Stärke 10 von 10. Geschick 10 von 10. 5 Mana, 40 Lebenspunkte. Schutz haben wir gar keinen. Spezialfähigkeiten haben wir nicht. Magie haben wir nicht. Im Diebstahl und sind wir noch ungeübt. Und Waffentalente sind wir auch ungeübt. Bei den Waffentalenten heißt das einmal, dass wir gar keine Volltrefferchance haben. Und bei den Diebestalenten, also Schlösser öffnen und Taschendiebstahl, bedeutet das, dass ja, in 90% der Fälle wir versagen. Deswegen sollten wir das nicht unbedingt versuchen. Ich gucke gerade genau, wir haben ja auch noch die Missionen. Da haben wir aktuell nichts. Wir haben nur die aktuelle Mission Aufnahme ins alte Lager. Damit wir eben den Brief abgeben können. Den könnten wir theoretisch sogar lesen, aber ich weiß nicht, ob uns das was passiert. Denn da unten steht auch, das Siegel darf nicht geöffnet werden. Mal schauen. Vielleicht, wenn wir kurz davor sind, ihn abzugeben, probiere ich mal was aus, was passiert. Und wenn was Schlimmes passiert, lade ich einfach nochmal. Gut, reden wir erstmal mit dem Gardisten hier. Man merkt schon, das ist kein so wichtiger Charakter, denn der hat keinen eigenen Namen. So wie Ori oder Diego. Aber reden wir trotzdem mal mit ihnen, denn der steht hier draußen. Deswegen hat er vielleicht auch was Interessantes zu sagen. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Ja, super. Das hat's jetzt gebracht. Gut, dann gehen wir mal wieder hier runter. Hallo? Gehst du da runter bitte? Ich könnte auch die Leiter nehmen, aber aus so einer Höhe macht das nichts aus, wenn ich runterfalle. Und hier finden wir eine Beere. Hallo, Waldbeeren. Mit denen können wir uns heilen. Jawohl. Eine Waldbeere bringt 10 Lebensenergiepunkte Bonus. Und die sind unsere ersten, naja, als Gegner möchte ich es nicht bezeichnen. Das sind Fleischschwanzen. So kleine Asseln, die hier rumlaufen, die uns nichts tun, aber wir können sie töten. 4 Erfahrung. 10 Erfahrung bringt so eine kleine Fleischschwanze. Das ist zwar nicht viel, aber immerhin besser als gar nichts. Und wir kriegen Wanzenfleisch, was nochmal 4 Lebenspunkte heilt. Aber irgendwie ist das ein bisschen ekelhaft. Wahrscheinlich werde ich es auch nicht benutzen deswegen. Aber mal schauen. Vielleicht kann man ja aus dem Fleischschwanzenfleisch auch was Leckeres zaubern irgendwann mal. Komm her. Hallo, stirb. Ja, die Viecher sind ein bisschen schwer zu treffen. Geht doch. Ich könnte auch da oben die Gardisten angreifen. Allerdings würden sie sich dann wehren und mich mit einem Schlag K.O. hauen. Weil gegen die komme ich nicht an. Ich bin einfach viel zu schwach. Ich kann gar nichts. Vielleicht irgendwann mal später können wir die angreifen und uns nehmen, was sie dabei haben. Aber jetzt sollten wir das unbedingt unterlassen. Und was haben wir hier? Pfeile. Und noch mehr Skelette. Da drüben lagen ja auch schon einige. Becher. Wir nehmen einfach mal alles mit. Das kann man bestimmt unter Umständen noch gebrauchen. Was haben wir denn hier drin? 2 Bier. Ja, 11 Münzen. Wie ich schon sagte, die bringen uns gar nichts. Hier in der Kolonie wird mit Erz gehandelt. Deswegen sieht man auch, der Wert, das hat gar keinen Wert. Das bringt uns also gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob man die überhaupt verkaufen kann, aber mal schauen. Pfeil. Ups. Ah, ich wollte nicht von der Truhe weg. Geh nochmal dran, bitte. Pfeile. Jawohl, eine Fackel, die können wir eventuell auch gebrauchen. Und ein Dietrich. Ja, die Truhe hier war offen. Es kann aber auch passieren, dass wir auf eine verschlossene Truhe treffen. Und da kommt dann unser Schlösseröffnen-Attribut in Frage. Und zwar gehen wir mit dem Dietrich da dran und können dann entweder nach links oder nach rechts drücken. Und eine von beiden Richtungen ist richtig. Wenn es richtig ist, gehen wir weiter und immer weiter. Das heißt, wir haben verschiedene Ebenen, müssen irgendwie die richtige Kombination von links und rechts drücken erraten. Wenn wir aber die falsche Richtung erraten, müssen wir nochmal von vorne anfangen. Und diese 90% Chance des Fehlschlagens bedeutet einfach, dass in 90% der Fälle unser Dietrich dabei zerbricht. Das heißt, am Anfang sollten wir einige Dietriche dabei haben, wenn wir verschlossene Truhen öffnen wollen. So. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nö. Dann gehen wir mal hier in den Eingang dieser verlassenen Mine und... Aha. Der Gardist hatte recht, der Ori. Wir haben ja eine Spitzhacke. Die will ich auch direkt mal ausrüsten. Schaden 7, benötigte Stärke 5 und eine Zweihandwaffe. Ist zwar nicht besonders gut, aber immer noch besser, als mit bloßen Fäusten hier rumzulaufen. Man sieht schon, ja, ich kann hier jetzt zuschlagen. Bam, bam, bam. Geil, oder? Blocken kann ich auch. Das sollte man auch nutzen, weil das Kampfsystem in Gothic ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, das sollte ich noch hinbekommen. Na, da hinten sehen wir schon das alte Lager. Mit einem großen Turm. Da werden wir aber später erst hinkommen. Wahrscheinlich gar nicht mehr in dieser Folge, denn wir haben hier noch einiges zu erforschen.
Und da drüben ist zum Beispiel schon unser erster richtiger Gegner, nämlich eine junge Mole Rat. Eine Maulwurfsratte quasi. Das ist einer der wenigen Gegner, die wir am Anfang wirklich besiegen können. Wir sollten uns sonst mit nichts anlegen. So ein bisschen rohes Fleisch, das ist ganz gut. Und eine weitere Waffe, ein rostiges Schwert. Schauen wir mal, was das kann. Das rostige Schwert, Schaden 10, benötigte Stärke 5 und eine Einhandwaffe. Ist auch mehr wert als die Spitzhacke, deswegen rüsten wir das mal aus. Yay, ich habe ein rostiges Schwert. Damit können wir auch ein bisschen schneller angreifen als mit der Spitzhacke. Eben weil es nur eine Einhandwaffe ist. Aber nun gut, wirklich weltbewegend ist das auch noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir vernünftige Waffen bekommen in diesem Spiel. Und vielleicht auch ein bisschen Rüstung und Heiltränke und Zauber und das Schwert der Vernichtung allen Bösens oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal. So. Ah, das habe ich gesucht. Hier liegt nämlich eine Flasche Reisschnaps rum. Aber ansonsten war es das hier auch schon wieder, soweit ich mich erinnere. Ich kann hier nochmal gucken. Aber da ist auch nichts Interessantes. Aber da hinten ist noch ein Mineneingang und man sieht auch, da sind so Stufen. Da kann man bestimmt hochklettern und genau das werde ich jetzt auch machen. Denn da oben sind noch ein paar Sachen, die uns am Anfang eventuell nützlich sein könnten. Ich kann übrigens auch springen hier, aber wirklich viel bringt das nichts. Und in der Nähe von Klippen sollte man das sowieso sein lassen, denn da fliegt man sehr schnell einfach nur runter. So, die Truhe ist Gott sei Dank auch offen. Was haben wir da? Bier, noch mehr Münzen und Pfeile, die uns nichts bringen, weil wir keinen Bogen haben. Wahrscheinlich werde ich sowieso nicht Bogen erlernen in diesem Spiel. Na super, noch eine Spitzhacke. Nanu. Die Waffen werden mir nicht mehr angezeigt. Egal, die Spitzhacke hat aber auf jeden Fall denselben Wert. Ich werde wahrscheinlich keinen Bogen lernen. Das habe ich mir noch nie gemacht. Und ich sehe auch nicht so wirklich den Sinn dahinter. Ich meine, gut, man kann von aus der Ferne heraus angreifen. Aber meistens stehen die Gegner in Gruppen. Und man kann dann zwar einzelne Gegner herauslocken und gegen die einzelnen bekämpfen, aber man braucht dann immer noch den Nahkampf, um sie dann zu besiegen, weil sie eben sehr schnell an einen rankommen. Was ist das? Und deswegen packe ich meine Punkte lieber in den Nahkampf. Eine Seraphis haben wir hier. Was bringt uns die? Ach, komisch, die Nahrung wird angezeigt. Nein, nicht komplett. Sehr seltsam. Seraphis, Lebensenergie, Bonus 14. Das heißt, mit den Waldbeeren können wir uns um 10 heilen und mit der Seraphis um ganze 14 Punkte. Das kann unter Umständen den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen. So, na hier haben wir schon ein paar mehr Gegner. Wir gehen erstmal hier hin auf dieses komische Vogelvieh. Das ist nämlich ein junger Scavenger. Also von jungem Mole Rat und junger Scavenger gibt es auch die Erwachsenenversionen, aber den sollten wir lieber erstmal noch nicht über den Weg laufen, denn die können wir noch nicht besiegen. Die werden uns ziemlich fertig machen und das möchte ich nicht. Naja, jetzt schauen wir erstmal, ob wir gegen die beiden jungen Mole Rats hier auf einmal ankommen. Wir sehen das mal, wenn ich die eine möglichst schnell töte. Jawohl, sehr schön. Jetzt kann die andere von mir aus ankommen. Na komm. Na komm, na komm, na komm. Greif mich an. Ich halt. Ach, sehr schön, ohne Schaden zu nehmen. So gut schaffe ich das nur selten am Anfang. Jede Menge rohes Fleisch. Und was haben wir hier? Einen Knüppel. Ich glaube, der ist schlechter als unser Schwert, aber ich gucke nochmal. Knüppel, ja, Schaden von 5 von 5. Schaden von 5 benötigte Stärke. Also die stärksten Waffen sind sowieso immer ganz nach oben. Das ist nach Stärke sortiert. Man sieht ja schon ganz oben das rostige Schwert. Dann kommen die Spitzhacke. Und ganz unten die Knüppel und dann die Pfeile, weil die jetzt alleine nichts bringen. Da haben wir einen Trank. Was bringt uns der? Da. Essenz heilender Kraft. 50 Lebensenergie wiederherstellen. Das ist doch sehr schön. Noch ein paar Waldbeeren. Wie viel Lebensenergie habe ich eigentlich aktuell? 35 von 40. Das lohnt sich noch nicht wirklich. Ich könnte jetzt so ein bisschen Fleischwanzen, Fleisch essen. Das hört sich falsch an. Fleischwanzen, Fleisch. Auf jeden Fall könnte ich davon ein bisschen was essen. Aber nein, das werde ich nicht tun. Ich werde, wenn ich nochmal 5 Lebenspunkte verloren habe, eine Waldbeere essen. Das war's dann. So, hier haben wir schon einen relativ starken Gegner für diese Stufe. Und zwar einen Goblin. Die treten meistens in Gruppen auf. Aber wir einen so alleine am Hang kriege ich schon platt. Auch wenn der uns gehörig töten kann, wenn ich nicht aufpasse.
Vor allem, wenn der unterhalb von uns steht. Genau, geh wieder hoch. So, komm. Solange er uns nicht trifft, ist alles in Ordnung. Der greift aber auch irgendwie nicht an. Normalerweise sind die Gegner wesentlich aggressiver. Komm her. Sehr schön. Ja, man sieht schon, 60 Erfahrungen bringt der. Das heißt, der ist noch um einiges stärker. Hat leider sonst nichts dabei, außer den Knüppel, der uns nichts bringt. Und ansonsten haben wir nur noch einen jungen Scavenger, den ich auch nochmal erledigen werde. Aua! Ah, jetzt könnte es sein, dass wir eine Waldbeere essen müssen, oder? 29 von 40, jawoll. Dann machen wir das doch einmal. Dafür haben wir die ja gesammelt. Und das Fleisch nehmen wir auch noch mit. Das bringt übrigens auch 10 Lebenspunkte, falls ihr das nicht lesen könnt, weil ihr nicht im Vollbild guckt. Das können wir später auch noch braten, dann heizt mehr. Deswegen werde ich das jetzt noch nicht benutzen. Ja, schöner Überblick über das, über die Kolonie, nicht wahr? Vor allem dieser Wald, der, wenn wir weit genug weg sind, einfach nur als so zweidimensionale Bäume gerendert wird. Finde ich sehr cool gemacht. Aber nun gut, das waren halt damals technische Limitationen, die man irgendwie umgehen musste. Und dann hat man das halt so gemacht. Wenn man dann auf den Wald zuläuft, sieht das so aus wie hier, dass dann einzelne Bäume da stehen und Steine und Gegner und tolle Items, die man eventuell aufsammeln kann. Aber von weit weg ist es halt ein undurchdringlicher Wald. So, ich speichere mal eben, denn ich weiß nicht, ob ich hier sicher wieder runterkomme. Let's Play 1. Nanu? Kannst du kein Apostroph? Kein Apostroph. Na gut, dann nenne ich es halt Superfax 1. So, speichern. Und ein Blick auf die Uhr. Oh, die Uhr sagt mir, dass ich eigentlich ja, nicht mehr so viel Zeit habe. Deswegen, wow. Gehen wir hier mal nochmal runter, wenn ich das schaffe, ohne mir weh zu tun. Na, ich kann auch langsam laufen, oder? Und dann falle ich da nicht runter. Ja, gut. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Dann gehen wir mal noch runter und gucken, ob wir noch ein Stück weiterkommen. Und näher an das alte Lager herankommen. Es ist ja jetzt schon in Sichtweite. Das heißt, wir müssen einfach nur der Nase folgen und geradeaus laufen. Aber wer weiß, was uns da noch erwartet. Noch mehr Skelette zum Beispiel und ein paar Scavenger. Oh, warte mal, da haben wir noch ein neues Schwert. Ein altes Schwert, kein rostiges. Ich glaube, das ist sogar noch besser als unser Schwert. Jawohl. Es hat sogar 12 Schaden. Braucht dafür aber Stärke 10, das haben wir gerade noch so. Aber wenn es mehr Schaden macht, ist ja gut. So, ich hau erstmal hier den Scavenger um. Komm her. Ich bin zu weit weg, ich treffe ihn nicht. Hallo? Geht doch. Sehr schön. Ja, das Kampfsystem hat es ein bisschen in sich. Man muss auf den Gegner zurennen und dann, wenn man den Namen vom Gegner im Visier hat, muss man die linke Maustaste drücken. Dann hat man den Gegner anvisiert. Wenn man jetzt die linke Maustaste gedrückt hält und gleichzeitig nach vorne drückt, dann führt man so einen Vorwärtsschlag aus, nach links einen nach links Schlag, nach rechts einen nach rechts Schlag und nach hinten ist Blocken. Und da die Gegner einen gerne mal umkreisen und so und schnell angreifen, ist das oft gar nicht mal so schön. Jemand ein Skelett, das dann offensichtlich von Pfeilen gespickt wurde und dadurch wahrscheinlich gestorben ist. Aber das nutzen wir und nehmen die Pfeile einfach mal mit. Selbst wenn wir sie nicht gebrauchen können, können wir die später immer noch verkaufen. Ne? Den Pfeil hätte ich auch noch gern, aber irgendwie wird er mir nicht angezeigt. Jetzt. Sehr schön. So, hier hatten wir bestimmt auch noch was. Eine Waldbeere. 2 sogar. Die nehme ich doch gerne mit. Und eine Fackel. Komm her. Und noch ein Pfeil. Oh, sehr schön. So. Ansonsten, da oben war, glaube ich, nichts mehr. Deswegen werde ich jetzt mir mal den zweiten Scavenger vornehmen. Ja, genau. Die haben auch alle oft so eine Bedrohung vorher, wie man dann sehen konnte. Das heißt, er schreit und rennt nicht sofort auf uns zu. Das heißt, man hat eventuell noch die Möglichkeit zu fliehen. Oder schon mal anzugreifen, je nachdem, ne? Sehr schön. Irgendwie wollen die heute nicht so richtig kämpfen. Das ist aber sehr schön. Das finde ich gut. Nehme ich mir zum Vorteil. Ja, hier sollte ich vielleicht nicht runterfallen. Auch wenn es eventuell eine Abkürzung ist. Aber nein, gehen wir erstmal hier weiter. Und gucken, dass wir auch ja nichts verpassen, was hier auf dem Boden herumliegt. Da ist zum Beispiel noch eine Seraphis. Die nehme ich mit. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Kräuter. Ah genau, hier ein Orkblatt.
da erinnere ich mich nämlich noch dran. Das hatte ich gesucht. Das Orkblatt stellt 26 Lebenspunkte wieder her. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Was haben wir noch da unten? Da sind noch Waldbeeren. So wie es aussieht. Und da unten sind junge Scavenger. Na gut, wir bleiben aber erstmal auf dem Weg, denn vom Weg abstreifen sollte man... vom Weg abschweifen sollte man in Gothic 1 nicht, wenn man zu schwach ist. Und am Anfang ist man definitiv zu schwach. Hey, da sind zwei Leute. Und jede Menge Scavenger. Das da hinten sind übrigens erwachsene Scavenger, denen werde ich nicht zu nahe kommen. Aber wir reden erstmal mit den beiden hier. Na, wie geht's euch beiden? Redford und Drax. Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Ja, wir können jetzt aussehen. Wieso verkauft er dir die Karten nicht, oder? Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Und, naja, wir sind hier sowieso unter Verbrechern. Und vielleicht können wir mit den Leuten ja hier ein bisschen Sympathiepunkte sammeln. Deswegen nehme ich mal die zweite Option. Weil wir wollen sowieso, ich möchte sowieso nicht so den moralisch Guten spielen, der so ein heiliger Paladin ist. Das sind wir sowieso nicht. Wir haben irgendwas Böses angestellt und, also böse in Anführungszeichen. Wir haben das Gesetz gebrochen und sind deswegen sowieso hier gelandet, also sind wir sowieso kein Heiliger. Von daher können wir auch gerne die zweite Option nehmen. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja gut, das war doch sehr aufschlussreich und... Wie wir aus dem Gespräch erfahren haben, gehören diese beiden Herrschaften hier zum neuen Lager. Und das sieht man auch schon an den Rüstungen. Die Leute, die oben bei dem Tor waren, bei der, wie haben sie die Stelle genannt? Ich weiß es nicht mehr, da wo der Aufzug halt runterfährt. Die hatten rote Rüstungen an und diese Leute hier haben blaue Rüstungen. Oder zumindest Rüstungen, wo blau mit inbegriffen ist. Und so kann man die Leute unterscheiden. Die roten gehören zum alten Lager. Und die blauen hier gehören eben zum neuen Lager. Was es mit den Lagern genau auf sich hat und wie sich die Hierarchien da zusammensetzen und so, das werden wir noch im Spielverlauf erfahren. Also keine Sorge. Wir werden jetzt erstmal noch mit Drax reden und dann, ja, ist das Let's Play eigentlich schon zu Ende. Eigentlich sollte ich das jetzt schon beenden, weil es schon wieder viel zu lange dauert, aber wir reden nochmal mit dem Herrn hier und danach werde ich dann Schluss machen.
Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Ja, ist ja gut, dass wir gerade eben welches gefunden haben. Geben wir ihm das einfach mal. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft, nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Ja, guter Rat. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Ja, das gucken wir uns später mal an, was da alles im Repertoire. Das können wir uns jetzt sowieso nicht leisten. Von daher beenden wir mal das Gespräch. Ich gehe noch ein Stückchen weg von hier, damit mich die Scavenger nicht beim nächsten Mal angreifen, wenn ich lade. Aus welchem Grund das auch mal passieren könnte. So. Superflex 1. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr bleibt dran, denn das Spiel wird auf jeden Fall noch spannender, als es bisher ist. Und ja, ich hoffe einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut.